In den USA läuft die Quartalssaison und in der vergangenen Woche haben wir schon ziemlich gute Zahlen der US-Banken gesehen. Bei mir Daniel Saurens von Feingold Research. Ja, die US-Banken sind anscheinend wirklich viel besser aus der Krise und sehr stark jetzt wieder rausgekommen im Gegensatz zu den deutschen Banken. Genau, die haben natürlich auch massiven politischen Anschub gehabt aus den USA. Schöne Deregulierung, sehr kurz eigentlich nach der Finanzkrise schon. Und haben einen anderen Zinsmarkt, also eine ganz andere Basis, auf der sie operieren. Auch viel richtig gemacht, natürlich. Morgan Stanley, JP Morgan, das sind wirklich Institute erster Güte. Und das sagt auch der Aktienkurs und das sagt vor allem auch der Gewinn aus. Sind das Aktien, die sich auch deutsche Anleger ins Portfolio legen könnten? Grundsätzlich ja. Es ist immer die Frage, hält man die Aktie gerade für teuer oder für günstig? Vielleicht gibt es sie ja 2019 noch mal ein Stück billiger, was nicht heißen muss, dass die Banken per se schlecht sind, sondern dass sich vielleicht auch das Umfeld mal etwas eintrübt. Wir sind ja jetzt in Zeiten, in denen es wirtschaftlich vielleicht auch mal ein bisschen holpriger werden könnte und das könnte auch bei den Banken durchschlagen. Bei den deutschen Banken hingegen lief es nicht so gut, ganz im Gegenteil. Die Deutsche Bank hat ja nochmal kräftig auch wieder verloren. Sind die deutschen Banken für Sie ein Kauf wert, weil sie so günstig sind und langfristig steigen oder lieber Finger weg? Naja, also die Deutsche Bank notiert beim 0,25er Buchwert. Wir haben früher mal gesagt, zu alten Financial Times Deutschland Zeiten, Banken muss man kaufen bei Buchwert 1. Da sind wir jetzt weit, weit von weg. Aber ganz offensichtlich gibt es ja auch keinen, der sich um eine Deutsche Bank reißt bei diesem niedrigen Buchwert, eben weil man auch weiß, was man sich dann einkauft. Und ganz ehrlich, wir haben in Europa ein Nullzinsumfeld. Das wird sich vielleicht marginal mal ändern, aber nicht signifikant. So, was mache ich dann mit diesem Riesenbuch, das ich mir kaufe? Muss ich das haben? Und ich glaube, die meisten sagen nein. Und bis jetzt haben die Anleger auch immer gesagt nein. Vielleicht kann man über Derivate was probieren, dass man mal ein Seitwärtsprodukt nimmt auf eine Deutsche Bank oder Commerzbank. Aber ob man die Aktie direkt haben muss, ich weiß nicht. Wie sollten denn Anleger momentan reagieren? DAX ist ja wieder ein bisschen nach oben getippelt. Geht es weiter nach oben oder sind Sie da noch skeptisch? Ja, wir sind bei Feingold Research eigentlich immer recht antizyklisch unterwegs, haben auch unser Trading-Depot vor Weihnachten massiv aufgestockt, aber jetzt Mitte Januar schon wieder etwas vom Gas runtergenommen, also sprich auch Gewinne kassiert, weil mir das zu schnell geht. Die Stimmung ist doch relativ schnell jetzt auf wieder ja, fast sorglos gedreht, wenn man mal auf den VDAX New guckt, das Angstbarometer in Deutschland oder auch der VIX in den USA hat sich merklich zurückgezogen. Und diese Stimmungsindikatoren, ja, etwas zu positiv und ich glaube, es gibt dann doch noch mal eine zweite Kaufchance dieses Jahr, ob sie direkt kommt oder ob sie etwas später im Jahr kommt, mal gucken. Aber man muss jetzt nicht mit beiden Beinen reinspringen, direkt. Also ein zweites Weihnachten, wo man noch mal ein bisschen shoppen gehen kann. Danke Ihnen, Daniel Saurens von Feingold Research und danke Ihnen, liebe Inside-Wirtschaft-Zuschauer. Bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse.